Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play the Binding of Isaac. Mein Name ist Elvin Wilhelm und ich habe einen Gast, einen ganz großen, ich sag mal, Fan vom Let's Play dabei. Der darf sich jetzt vorstellen. Hallöle, ich bin Michael und ich habe gedacht, komm, mach mal eine Aufnahme mit Eddie, weil ich finde das Spiel ultra geil. Ultra geil. Es ist auch fett. Ja. Hier mit Challenges. Und bist du bei 9? Challenge 9. Was ein geiler Name. Wie wir Challenge 7, 8 und 9, das weiß noch gar nicht. Weil, ne? Ja, ich bin die Folge dann Let's Play und das kam ja halt noch nicht raus. Wir haben The Halo und was ich jetzt selber herausgefunden habe, auch The Holy Grail. Holy Grail? Holy Grail ist der Heilige Gral. Ja. deswegen können wir fliegen. Also. Und The Halo kennst du ja jetzt auch noch nicht. The Halo hebt die Stats um ein. Also. Das sieht man jetzt aus irgendeinem Grund, glaube ich, hier noch gar nicht. Nur einfach mal den ersten Raum. Oh! Ja, das ist ja mal schön. Ich weiß gar nicht, das sieht man gerade nicht. Aber eigentlich sollte der die Stats drehen. Kannst du nicht über die Steine fliegen? Ich vergesse da, dass ich fliegen kann. Deswegen habe ich auch gerade gedacht, das ist der coolste Raum, bei dem gerade gibt. Ich vergesse echt immer, dass ich fliegen kann, das ist unglaublich. Warum hast du eigentlich zwei Herzen mehr, aber nur eins davon ist da? Ich glaube, der Halo, also der Heiligenschein, gibt ein Herz und der Holy Grail. Aber eins von beiden, ich glaube, der Holy Grail füllt es nicht auf. Irgendwie sowas war da. Okay. Ich glaube echt nicht, dass der Halo 2 gibt, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ist auch ein Lieblings-Item, weil das hebt alle Stats um 1. Ich finde, das krasseste Item ist immer noch Dr. Feed. Das ist so overpowered. Ja, das Problem ist, es kann auch gut sein, dass man mit Dr. Feed es verkackt, wenn man eben sich selber trifft. Oder wenn man gegen den Satan spielt und dann muss man die Füße treffen. Ich weiß gar nicht, du verfolgst ja mein Let's Play zwar schon lang, aber kennst du auch schon Ipecac? Nee. Das hatte ich am Anfang dieses Let's Plays schon recht oft. Und da spuckt man grüne Kugeln, die explodieren. Also im Prinzip wie ein paar Gegner grüne Kugeln spucken, die explodieren. Das Problem ist, ich hatte ein Run, das ist schon wieder ein Dauerstein. Ein Run und ganz viele Münzen. Wo meine Schüsse immer anders geflogen sind. Und in dem Falle sind meine Schüsse mir entgegengekommen. Das ist ja mal behindert. Das war aber eine zufällige Sache, wie die Schüsse kommen, deswegen. Also okay, dann. Okay, so, ich hatte zwei Money-Räume. Räume. Oder die Treasure Map, weil es kann. Und die Bombe. Für den blauen Stein. Ja, ich versuche jetzt logischerweise. Das ist auch noch ein Secret Room. Ja, ich glaube nicht, dass das gehen wird. Ich jetzt die Bombe einfach mal hier hin. Ah, ne, das klappt nicht wahrscheinlich. Ich hab nichts aufbekommen. Ja, ah, passiert. Naja. Wir können trotzdem fliegen. Jo. Und, oh! Steven, den hatte ich jetzt selber noch nicht. Hallo Steven. Ja, schön, das ist was Besonderes. Ich glaube, ich hatte ihn noch nicht. Der sieht komisch aus. Steven ist aus einem anderen Spiel von Edward McMillan. Und ja, hat eigentlich das gleiche Pattern wie... Wie heißt der nochmal? Normal, befahren. Ich finde das Lustigste ist sowieso, wenn Spielentwickler ihre Spiele so mit ein paar Sachen so verbinden. Yep. Hat Edward McMillan öfter gemacht. Da war knapp. Ja, das ist, man kann mit seinen Schüssen im Prinzip den Kleinen lenken. Das ist ein bisschen ätzend. Also auf jeden Fall ein anderes Spiel von Edward McMillan beinhaltet Steven. Hat sie mit Edward McMillan spielen. Boah. Geht wieder. Will Steven, ja, hatte ich noch nicht. Ich wette, das ist so eins wie Chad, oder? Nee. Little Steven ist viel. Ja, ich. Wenn du. Es gibt zwei Stevens. Ja. Die man bekommen kann als Alter, als Partner. Steven ist ein Damager. Und Little Steven ist eine kleine. Ist ein kleines Püppchen, wie jetzt Little Chad zum Beispiel. Ja. Der aber verfolgende Schüsse ab.
schießt. Das ist geil. Also Steven ist eigentlich richtig cool und der hat eigentlich nur das Pattern wie, ich komme nicht drauf, der Große und der Kleine, die durch so eine Schnur verbringen. Ja, ja, ja. So. Die waren in dem letzten Let's Play, was ich geguckt habe, dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Entfällt mir immer. So, ganz normal Seller. Dann wäre das ja auch noch richtig cool, wenn man dann mit Dr. Fetus das macht. Die Schüsse verfolgen den Gegner. Was da jetzt hier Stevens Schüsse macht. Oh, Steven. Oh, ich habe keine Schüsse. Steven hat mich im Prinzip. Hat mir stärkere Schüsse gegeben, was ich super finde. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich muss schon sagen, ich finde das Spiel echt ultra geil. Und das Lustigste ist, dass die beste Verbindung, die Apple Macmillan überhaupt gemacht hat, die kam noch gar nicht. Weil da sind so geniale Sachen dabei, also... Wenn ich das jetzt erzählen würde, wäre es langweilig. Ja. Genau, genau übertrieben, gell? Nee. Ja, spring auf den Stein und komm trotzdem noch rüber. Es ist schon schön, dass wir mit Steven sogar noch einen Damage-Up haben. Ja. Das ist ganz nice. Und scheint bisher richtig viele Truhen zu gehen. Ja, ja. So eine blöde Scheiße. Und dass wir keinen einzigen Schlüssel haben. Oh. Ja, okay, die kann man nur schützen. Ja. Ich meine jetzt die Golden. Du hast überlege ich mir noch. Ja, ich habe aber okay. Auch die Secret Room. Einen kann ich machen, aber du hast die. Was bringt der? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war nichts Atemberaubendes, deswegen bin ich mir nicht sicher. sonst hätte ich es mir gemerkt. Also, ja, okay. Ich habe nämlich letztes Mal ein paar Sachen nachgeguckt. Jojo, auch ein. Ich liebe die Items, mit denen man fliegen kann. Hol noch was, ich würde sagen, golden. Also was, ich geh schon mal rein. Ah ja, okay, kannst du einfach machen. The Widow. Die Witwe. Übersetzt. Wollte ich mal sagen. Weil ich prima Englisch kann. Bin ich ganz stolz drauf, deswegen sage ich es dir. Die war immer stärker. Auch hier Anfang des Let's Plays verwiesen. Oh, verdammt, peinlich ist halt. Ne, die hatte mal auch mehr Leben oder eine höhere Verteidigung, je nachdem. Und da war die nicht so einfach zu töten und die kommt nicht schneller. Das heißt, das war ein bisschen hardcore. Ich bin einfach nur. Ein Devil Room. Oh. Was ist das? Also, erstmal, das rechte ist Mom's Knife. Muss man sagen, ist gut, oder? Das wirst du noch sehen in einem anderen so. Let's Play. Okay. In einem anderen Part. Weil ich werde es eindeutig nicht holen. Okay. Aber das liegt daran, weil ich weiß, was am Ende von Isaac was Good Today passiert. Ach so, okay. Was du nämlich nicht weißt, oder ich dir jetzt sagen werde, weil die anderen wissen es ja schon ja. Zu dem Zeitpunkt. Isaac was Good Today, der erste Versuch ist gescheitert von mir. Ah. Weil ich etwas nicht wusste. Was denn? Das wirst du ja sehen. Sonst hättest du ja keinen Spaß mehr dran. Okay. Und sagen wir es so, ich will nicht. Book of Belial ist eben im Moment besser. Die Leiter brauche ich gar nicht. Das ist stark. Warum ist der Schlüssel eigentlich rot? Der ist billiger geworden. Ach so. Es ist ein Sonderangebot. Und sie. Ich hab die ganze Zeit gedacht, da könnte man das irgendwann tun. So. No! Demi Set ist Bullshit. Kannst du jetzt nicht das Buch zurückholen? Doch. Aber ich zeig dir mal, ja, ich habe Schlüssel verschwendet. Ja, okay. Einmal und dann ist Ende. Das wird für immer. Nein, aber... Also, ja, ich... Ist jetzt nicht so toll, ne? Ja. Da kann ich auch hier den machen. Ja, ist doch so. So. Noch mehr Geld. Ich hab nichts dagegen. Ich brauche nur wieder Schlüssel und... Ja. Ne? So. Wo
Jetzt haben wir Book of Belial. Das ist ganz nett. Kommt dann eigentlich... Das, ich glaube, das hatte ich dich schon mal gefragt, aber kommt Book of Belial eigentlich von Belial? Oder so? Von Belial. Also... Oh, dann nochmal rein. Ja, okay. Und sich nochmal gegen Mom's Nightmare entscheiden. Jetzt kommen wir da oben rein. Nein, komm, ich lasse jetzt. Okay. Obwohl... Nee. So. Ich finde auch immer die Zwischenszenen so cool. Das Lustigste ist, wie der fällt und dann aufkommt. Ah, und ja. In roten Kisten ist mal richtig Gutes, mal richtig Schlechtes drin. Mal richtig Ordinäres, also das ist eine normale Kiste. Ich sag einfach mal nein. Ruff. 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 Warum? Nimm deine Bombe! Ah, das ist ein unzerstörbarer Stein, ich hab gefragt. Warum erinnert mich das so an Bomberman? Weil es im Prinzip von Bomberman ist. Also Ruff ist im Prinzip einer der Todsünden, wenn du es wissen willst. Ja. Nämlich der Zorn. Und der wird mit Bomberman verglichen. Hände. Ich hab grad gedacht, warum sind da so viele blaue Steine denn drin? Dann hab ich gemerkt, dass sie nicht unzerstörbar. Meine Hassgegner? Ich weiß gar nicht warum, ich finde die sind noch... Okay, weil die, die sind im Prinzip wie diese eine Endgegner, dieser Wurm. Ne? Ja. Aber wenn du davon einen Glied zerstörst, dann sind die anderen zwei separat. Das heißt, sie könnte einen kann jetzt, ja. Ach. Das ist eigentlich jetzt, wenn ich nicht fliegen könnte, echt ätzend zu verfolgen. Das dauert einfach so lange mit denen. Okay. Manche Runs habe ich nämlich echt oft mit denen zu tun. Das ist so, jetzt war ein bisschen was quickie hier. Der Ank. Das war doch Android dann. Eternal Life. Wir haben jetzt so den Ank. Ah. Der Ank ist auch das Zeichen des Lebens, glaube ich, in ägyptischen. Ja. Ich glaube irgendwie sowas mal. Ich hab Lara drauf gespielt, ich weiß das. Ich finde, das sind eigentlich die dümmsten Mücken, die es gibt. Ja, aber sie trappen, also die halten mich ein bisschen gefangen. Ja, okay. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber wenn nur die in den Raum sind... Sie haben eine größere Chance, sich zu treffen, als die Weißen. Ja, aber die Weißen zielen besser. Ja. Können sagen, die da sind betrunken. Warum siehst du eigentlich jetzt schon auf einmal, sieht man immer schon die ganze Karte? Ich habe mir auch die Map gekauft. Ah ja, lustig. Natürlich. Ja, du passt auf. Ich passe vollkommen auf. Stark, so. Ich finde, die Windbombe ist so cool. Ah, leider bringt sie mir nichts. Ja, aber... Ich hätte gerne eine ordentliche Bombe. Ja. Passiert. Oh ja, das ist auch mein Lieblingsgegner. Warum? Weil die mir Geld abziehen. Oh, aber da kann man ja wieder einsammeln. Ja. Also gesehen, der Kopf von Creep. Und die haben verdammt viel Leben. Ja. Das ist so ätzend. So. Da ist wieder der beste Gegner. Ich mach mal hier das kaputt, bevor ich noch dagegen laufe. Macht dir die Fliege dann auch Schaden? Ja klar. Oh, die Weiße macht mir auch Schaden. Natürlich, jetzt habe ich einen Vorteil. Die Spinnen, die würden jetzt, also die großen Spinnen, würden jetzt hier hinspringen. Die können das nicht. Würden die dann sterben, oder? Nö. Das ist ja mal scheiße. Ja, die springenden Gegner können das. Weil sonst könnte man ja dauernd. Ja. Natürlich, es gibt auch fliegende Gegner. Das hat 50, 15 Fliegenteure. Das macht alles billiger. Willst du denn nicht den Schlüssel holen? Ich habe 14, das heißt, wenn ich 1 bekomme, ach so, kann ich mir für die weiteren Räume... Das ist natürlich auch schlau. Das ist alles... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Item heißt Steep Sale. Ah, das war das? Ja. Ich habe immer gedacht, da wäre eine Karte gewesen. Was jetzt rumlag? Ja. Ist das auch eine Karte. Und? Lockdown! Das heißt, jegliche Pillen, die jetzt noch kommen, werden wahrscheinlich scheiße sein. Ah, oh, da haben wir meine 15. Kannst du ja das Fleisch kaufen? Also mir die betrunken. Oh, leck. Vielleicht hab die Fliege jetzt extra schnell gemacht.
Ja, die Spinnen, die kam erst mit dem Update. Die bewegen sich so unkoordiniert, das ist so doof, die zu treffen dann. Also ohne das Update gäbe es auch keine Spinnen. Und eine Widow, wäre die dann trotzdem da gewesen? Mhm. Nee. Dann gäbe es keinen Seller. Das heißt, wenn du dir Binding of Isaac so kaufst, keine Spinnen, kein Problem. Aber ungefähr 100 Items weniger. Oh, nee, dann will... Und das kostet ja auch nur, glaube ich, 2 Euro oder so. Ist eigentlich, wenn man sich Binding of Isaac kauft, kann man sich das selber kaufen. Es gibt ja 5% weniger. Auf alles. 50%? Für. Aber da waren ja statt 5 nur 3 Dinger teuer. Ja, die wurden von 5 auf 3 runter. Ich hab Material, glaube ich, kann man nicht Lux. Wird aufgerundet. Ja, okay. Von 2,50 auf 3. Oh, der Händler ist aus mir. Der reitet auf seinem Kopf. Nee. Okay, sah eben so aus. Oh, wie schnell ich plötzlich bin. Wunderbar. Von wem ist nochmal der Kopf? Also, wer hat nochmal so einen Kopf, der genauso aussieht? Der Headless Horseman. Jetzt hat er mich aber auch vorhin getroffen, einmal. Ja, deswegen. Das Pferd ist eigentlich der angenehme Gegner, obwohl das eigentlich auch nicht so. Eben gerade in Verbindung sind die sehr gemein. Ja. Ich sage bis jetzt auch nicht, was das größte Glück, weil Steven ist ja eigentlich auch ein harter Gegner. Und... Was ist das? Der Pony. Damit kann man fliegen. Ich kann ja schon fliegen. Und man kann chargen, was den Gegner eigentlich so gut wie zerstört, bis auf Bosse. Aber ich behalte das Oberflieger. Weil... Ja. Macht mich stärker. Hey. Werde ich am Ende auf jeden Fall brauchen. Das ist mir schon mit Caves 2. Ja, geht ja schnell das eigentlich. Aber es ist die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt, mein Freund. Glaub mir. Der vorletzte, also 8 ist glaube ich im 5-Part. Wie? Im 5-Part-Challenge. In 5 Parts aufgeteilt. Challenge 8. Wenn ich. Oder Challenge 9, weiß ich das nicht. Ah. Weil. Und trotzdem, es kam mir in dem Falle gar nicht so vor. Oh ja, mein Lieblingsgegner, ne? Oh nein, für Slalom. Die können ja aufliegen. Ja. Was hast du eigentlich schon mit Geschmangel? Englisch. Ja, okay, das kannst du. Hast du ja schon bewiesen. War recht nett. Oder so.